Hi, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Smoker. Willkommen zu meinem Einblick in Solstice. Was er jetzt sieht. willkommen zurück. Wie versprochen, was ich gestern in Voltschen gesagt habe, mache ich heute für euch einen Einblick in Solstice. Ich habe schon mal reingeguckt in das Spiel, ob die Performance in allen drum und dran läuft. Wie funktioniert. Und ja, ich würde sagen, legen wir los mit Solstice. Ein Devil May Cry-Klon. Vor 2 Wochen rausgekommen. Vor 3? Vor 2 Wochen, glaube ich, war es. Und das will ich mir jetzt mit euch nochmal angucken. Also, gehen wir mal Kapitelwahl und fangen von vorne an. Also, let's go mit Solstice. A gedrückt halt. Let's go. Müsste nochmal das Intro kommen. In the beginning, the world was subjugated by chaos. Then the Keepers came to be torchbearer, shaper, and judge. The three fought the spawn of chaos, and ultimately, they prevailed. Chaos could be banished, but it could not be destroyed. So the Keepers weaved a veil with their own essence and stood guard. The world was now safe, but it was also empty and meaningless. Thus, the Keepers reached beyond the veil. They seized the power of chaos itself. They gave it shape and purpose. They created life, and man was their most perfect creation. But all life would eventually hear the call from beyond the veil. Thus it happened that, alongside life, death also came to the world. The great cycle was set in motion. Yet chaos hungered for more, and sought to undo the Keeper's creation. The spawn of chaos struck, wounding the Keepers and tearing the veil. Endless droves of horrors trespassed into the world. And so came the Solstice of Souls. Hurt and weak, the Keepers charged man with defending the world. They inspired man to fight fire with fire. Ferocity with ferocity. Driven by the infinite wisdom of the Keepers, man turned the very power of chaos against it. Through sacrifice and resolve, a breed of sacred warriors was created. Three were wounds in the essence of the Keepers. Three the mighty battles fought and won by the champions of man. Three the sacred cities that were built in those hallowed places. Eventually, the Solstice of Souls was put to an end. The three cities still stand to this day for the glory of the Keepers. While the memory of the sacred warriors has been lost to time. But while the mortal body must perish, that which is immortal is bound to be reborn. Das sind wir. Anfang war es ein bisschen langweilig. Aber jetzt geht's rund. Don't be too enthusiastic. Someone here is more than eager to welcome us. Sehen wir auch gleich die Parallelen zu Devil May Cry. Oh, ich bin irgendwie nicht so ganz. Hat irgendwie besser funktioniert beim letzten Mal. Im Moment.
Grafik, Ultra Performance. Alles sehr hoch. Setzen wir die Texturen ein bisschen weiter runter in die Effekte. Jetzt ein bisschen flüssiger läuft. Warum auch immer. Eigentlich ist mein Rechner stark genug dafür. Aber das sah gerade nicht so flüssig aus. Hier ist im Moment erstmal nur so ein bisschen die Tasten testen. Bei Tutorial. Ah, noch ohne Halt und allen drum und dran, also sterben kann man hier nicht. Viele Partikeleffekte. Das Spiel gibt es übrigens auch für die Xbox Series und für die PS5. Für PS4 weiß ich gar nicht und Xbox One. Aber ich glaube nicht. Übrigens Effektfeuerwerk hier. Oh, ey, seht ihr ein? Das müsste jetzt der letzte Abschnitt sein. Hier eigentlich mal irgendjemand durch, was hier eigentlich so gerade passiert. Das ist ein komischer Einstieg ins Spiel, definitiv. Mitbekommen habt, spielen wir zwei Schwestern in Solstice. Die eine ist anscheinend ein Geist und die andere sind wir. Die noch ein Mensch ist, sieht nicht ganz danach aus. Hier sehen wir nochmal unsere Steuerung. Das Verbannungsfeld und das Beschwörungsfeld ist noch sehr wichtig in dem Spiel. Ein Tag zuvor, Morgendämmerung. Die kostet übrigens 40 Euro für alle Systeme. Und das neu rausgekommen. Indie-Entwickler natürlich wieder. Ich weiß gar nicht von wem. Ich hab's vergessen. I can hear the cries, the, all the lost
dachte ja auch am Anfang, es wäre so eine Art Dark Souls-Spiel, aber gib mir eine Richtung Devil May Cry. Denn wir bekommen auch noch einen Multiplikator, wie es den auch bei Devil May Cry gibt. Aber das seht ihr gleich. Look for our observer. He should be able to tell us more what transpired here. Then we best find him quickly. Haben wir jetzt auch die Namen von den beiden erfahren? Pierre und Loot? Jetzt sind wir hier in dieser eher schlauchartigen Welt unterwegs. Wir können natürlich Kisten kaputt machen. Die können wir natürlich nicht kaputt machen. Vielleicht. Kamera können wir auch nicht frei bewegen, nur hin und her. Die können wir kaputt machen. Übrigens habe ich die Limited Edition, deswegen habe ich unten so viele Ressourcen. Also die Deluxe Edition. Da bekommt man 10.000, glaube ich, geschenkt. Von den roten. 3.000 von den blauen. Ne, 14.000 waren es geschenkt, glaube ich. Ich habe noch keine 4.000 eingesammelt. Da lang nicht. Wir müssen dahin. Guck mal hier rum. Nein. Dann gehen wir hier lang. Ich finde es schade, dass man die Kamera nicht drehen kann. Aber das konnte man bei Devil May Cry ja auch nicht wirklich. Also nicht in allen Bereichen zumindest. Ich weiß nicht, ob es hier sich irgendwann nochmal ändert, aber ich glaube es nicht. So, hier oben war alles kaputt. Hier haben wir schon. Ja, hier sehen wir unsere Fähigkeiten. Da kommen wir noch gar nicht drauf. Hier haben wir den Codex. Waffen, Welt, Story, Bestarium, Charaktere. Briar und Loot. Jede Chimäre hatte eine Geschichte zu erzählen, doch Briar und Loot sind unbedeutend. Den beiden Schwestern fehlt es an Bildung, Übung und Disziplin. Ein unerfahrener Hitzkopf und ein Schatten, der viel lebhafter ist als seinesgleichen. Es ist schwierig zu erklären, warum oder wie sie überhaupt dem Orden der Aschenklingen beitreten konnten. Es gibt Gerüchte, dass die Verderbnis Einfluss auf Briars Blut hat. Aber diese beiden sind so unwichtig, als dass sich jemand mit ihnen befassen würde. Nachdem sie mir zugeteilt wurden, habe ich weitere nachgeforscht und herausgefunden, dass die Geschichten wahr sind, als hätten ich nicht schon genug Probleme am Hals. Ach, das sind die beiden. Warum allerdings looten Geistes und so, das erfahren wir hoffentlich noch. Also das weiß ich auch nicht. Place like this is a feast for wraiths. These docks spread for miles along the bay. They once teemed with life. And now... Alles kaputt schlagen. It's like the city has been dead for years. Ilden is no more loot. We better get used to the idea. Oh, Sprint gibt's auch. Und das? Nachsichtsserum gewährt vorübergehend Unverwundbarkeit. Belebt eine Chimäre wieder, wenn sie besiegt wurde, und Smaragd Risskristall stellt einen großen Teil der Gesundheit wieder her. Aha.
Weg mit euch. Aber das Ausweichen kann ich anscheinend dauerhaft machen. Nee, der macht da eine Rolle beim zweiten Mal. Okay. So. Alles mitnehmen. Ich kann auch durchsliden. So, was haben wir hier? Olga, du hast was? Was nicht genügend Asche der gefallenen Chimären. Hä? Okay. If only we managed to reunite with the other chimera. Then we must rely on our own strength. Geht's lang? Okay. Hier geht's anscheinend nicht lang. Ja, anscheinend. Geht's da hinten lang? Oh, hier geht's lang. Kommt natürlich kein Tutorial. Das ist natürlich blöd. Moment mal. Ja. Hilfen. Kampf. Tonton. Also wenn das Zeichen erscheint, soll ich B drücken. Und Loot kontert dann für mich. Okay. Kamera rotieren. Ich habe halt nur mal schnell so ein bisschen reingeguckt für mich, aber wie gelesen habe ich nicht. Okay, da kann ich jetzt B drücken. Okay. Da oben seht ihr jetzt den Multiplikator, der sich bei Devil May Cry auswirkt. Aber schön, dass die Gegner alle schön staggern. Verlangsamt dann im Prinzip die Gegner. Jetzt kommt eine Zusammenfassung und wir bekommen Diamantstufe. Die höchste, die es gibt. Ja, bin ich gut oder bin ich gut? So, gab's noch was? Ja. Und 16.000. Bist du hier? Ich hab mal alles. Überall die Kisten hier. Können wir einfach durchrennen, macht mehr Sinn. Wir haben eine Gesellschaft. Später werden unsere Fähigkeiten auch noch viel stärker und kriegen neue Fähigkeiten noch dazu. Und dann hat man überhaupt keinen Überblick mehr, was die ganzen Effekte angeht. Haben sie ein bisschen übertrieben mit den Effekten, finde ich. Zack. Lass mich raten, Diamant. Ist halt dann auch Tutorial. Ich denke mal, da wirst du immer Diamant kriegen, egal wie du spielst.
So, ich glaube, bis hierhin habe ich gespielt gehabt und das war's. Also für mich ist ab jetzt offline. Was für einer. They're drawn to us like moths to a flame. They can't resist the lure of life. Even though it comes from us. Ey, Lev, macht der aber was? Oh ja. Er haut zu. Hallo? Weg. Hallo, das ist die Kiste kaputt machen. Danke. So. Optisch geht das Spiel eigentlich vollkommen klar. Dafür, dass es kein Studio ist, was hier Millionen hat. Nur mit dieser Kamera ist, weiß nicht, das ist irgendwie... Der Devil May Cry fühlt sich das irgendwie besser an als hier. Viel zu weit weg geht die Kamera hier. Jetzt geht's wieder zu nah. Longshore, was? Wer hat da so? Dann kommt der erste Boss. Ob es auch Abkürzungen gibt oder Geheimwege? Ah. Volumes. Kontertyp Ablenkung. Die meisten Fernkampfangriffe können mit einem Ablenkungskonter abgewehrt werden. Ein Ablenkungskonter lenkt Projektile ab, die von einem Feind niedriger Klasse abgefeuert werden. Im Laufe der Reise wird Loot in der Lage sein, Projektile immer stärkere Feinde abzulenken. Okay. Wie mache ich das? Ihn hier wegmachen. Aha. Ich muss halt immer B drücken, wenn das Zeichen kommt, um die abzuwehren. Okay. Suche einen Feind in der Luft zu befördern. Okay. Muss aber gut aufpassen mit dem B. Euer Eintrag im Codex Speerkämpfer. Bin ich da runter? Nee. Hätte ja sein können. Wäre eine Herausforderung. Auf deiner Reise wirst du auf einige besondere Portale stoßen. Interagiere mit ihnen, um dich an eine geheime Herausforderung zu stellen, die in einer speziellen Arena stattfindet. Gib dein Bestes und erledige sie, um eine Belohnung zu erhalten. Na dann. Können wir ja mal machen. Töte alle Feinde, bevor die Zeit abläuft. Probieren wir mal. Vielleicht schaffen wir es ja. What is this place? I don't know. It seems like we crossed the veil this time. Then we must find a way to go back. Eine Minute Zeit. One down. Let's keep it up.
viele sind's. Ich hab B gedrückt, Frechheit. Oh, zu weit. Ups, Sekunden noch Zeit gehabt, Mensch. Leider nur Gold bekommen. Schade. Gibt's als Belohnung? Bombtes Hüllenfragment, ein kleines Stück der Hülle eines Besessenen. Kann in großen Mengen die maximale Gesundheit eines fallenen Ritters erhöhen. Sammle drei von ihnen, um einen stabilen Hüllenbrocken zu erhalten. Ja, das ist wirklich wie Devil May Cry. Da hast du ja auch diese Orbs gesammelt. Und hier sind zwei Brocken. Kann man nicht nochmal machen. Okay, aber er jetzt wieder da. So, wo bleibt der erste Boss? Rechne die ganze Zeit mit dem Boss, vielleicht hier dahinter. Anbu-Einheit. Must perish. Obachtung. That which is immortal is bound to be reborn. But the Shaper had no hand in your creation. Did he, sweet sisters? You're our observer. I am Layton. I am here to assist you. Mein bezauberndes Gesicht sieht. Selber lachen. An observer's talents won't be of much help in this fight. Oh, I fight for the Order of the Ashen Blade. My presence here is proof enough of my worth. Are said to be unstable, unruly. Our fame precedes us. Why do you taunt us? Your shade is speaking. And somehow, your authority as an observer is not enough to silence her. What happened here? A tear opened, clearly. But it's the largest yet seen, and I doubt the Order will be able to hide this one from the masses. And once it was open? Many were corrupted, others were possessed. They saw to the rest. The Order did not foresee it. That is why you were called. You. Three chimeras. At least the Ashen Blade. Well, two so caustic. Strangely, those two did not wish to. You should hurry. Find them if you can. Don't scout. I can offer powerful assistance, if... Then let us pray you remain safe. Indeed. May the Torchbearer... May the Judge show you mercy. And may the Shaper grant you fortune in this... If that's what you can call it. The freight elevators will take you where you need to go. Good. Perhaps you will prove us all wrong. I will be watching. Laydens Laden. Kaufe in diesem Bildschirm kannst du Gegenstände kaufen. Halt X gedrückt, um deinen Smart Fischbesitzer zu erwerben. Rückteilen. Drücke RB, um auf die Seite Fertigkeiten zu greifen. Du kannst jetzt Pias Fähigkeiten verbessern. Drücke A. Pias Fähigkeiten. Hier kannst du neue Kombos und Fertigkeiten für jede freigeschaltete Waffe erwerben.
sogar um die verfügbare Verbesserung für den fallen Beschützer anzuzeigen. LDX um wieder wilder Ansturm zu erhalten. Ja. Okay. Ja gut, dann müssen wir natürlich wieder die, wie bei Devil May Cry, die ganzen Kombos lernen, also auswendig lernen. Was haben wir denn hier alles? Ja. Und dann gibt es noch 1, 2, 3, 4, 5 weitere Waffen, die ich noch nicht habe. Na komm, das kaufen wir auch gleich mal. Und die haben wir bei der Waffe schon mal alle Fähigkeiten. Hier. Kaufen. Geht nicht mehr. Hier noch irgendwas? Ah, dafür 10.000 kaufen können. Loot geht noch gar nicht, okay. Dann mal jetzt hier noch vorwärts, vorwärts, X. Nehmen wir das. Kann ich nicht kaufen, weil mir 400 fehlen, verdammt. Na gut, dann war's das. Sprechen. Ach, ja, ja. May the torch better light your way. Der wird jetzt uns im Laufe des Spiels immer irgendwo treffen, wa? Oh, it's you again. Nee. Judge's wisdom, dear sisters. Wo schon lang? Wieder raus? Jetzt? So, was war's? Kannst du mal. Ja, aber wo muss ich hin? Ich glaube nicht, dass wir zurück müssen. Oder gab's denn nicht doch noch einen Weg? Nur noch mal gucken. Ah. Sollte mal weiter nach links laufen. Das, wie gesagt, mit der Kamera ist ein bisschen merkwürdig. Das mit den Kisten hier die ganze Zeit könnte mit der Zeit auch ziemlich langweilig werden. Wie wenig da gerade mal drin ist. Gerade mal 17, 18 Kugeln gefunden. Wow. Interagiere mit Objekten. Alarm der Fahrstuhl. Bockhaus Ausblick, Brücke von Ildenmeer. Do you ever wonder what we might have been? There's no use in looking behind us, Lute. Brücke RB, um das Inventar zu öffnen. Brauche ich nichts. Thank you.
Okay. Warum hört nicht so die Tasten im Mikro, aber ich glaube nicht. Sollte nicht der Fall sein. Nicht zu schnell drücken bei den Kombos. It feels like someone is watching us. It's unnerving. Der Beobachter wird dich wohl beobachten. Hat er ja gesagt. The freight elevators. Someone blocked them. Exactly. They left on their precious ships and left the rest to die. That way they'd made sure they'd escape. So cruel. Letting others die so they could live. And yet they all died anyway. Cowards. Geht's hier hin? Ob was nicht runterfällt hier. Okay. Nur wegen Kisten. Ob sich die Kisten jetzt lohnen, sich hier überall umzugucken, ich weiß ja nicht. Ne, ich geh erst da rein, oder? Naja, komm, wir gehen erstmal rechts. Waren eh nur Kisten hier. Oder? Ist das der richtige Weg? Um den Fahrstuhl freizukriegen. Oh ne, halt, zurück. Geht's in eine andere Richtung. Egal. Das dachte ich mir jetzt schon. Drücken ist schon echt witzig. Hier, gell? Ja. Here, we can go this way to the bridge. If it works.
habe das Gefühl, dass uns da oben ein Boss erwartet. Da sollen wir hin. Das war Kapitel 1. Platin. Leider kein Diamant. Sagen wir, schauen uns also den Anfang des zweiten Kapitels an. Und dann soll es auch gewesen sein mit dem Einblick ins Solstice. Schauen wir mal hier rein. Echos der Vergangenheit. Ja, und Loot erreichen die Eldemeerbrücke, den Hauptzugang zur Stadt oder was davon übrig ist. Ladenfertigkeiten, warten. Hat ja am Anfang schon gesehen, dass die irgendwie eine Art Dämon oder so in sich hat. Wer weiß. Sister, talk to me. Are you alright? Yes, despite my weakness. That power was immense. It's not your fault. Then whose fault is it? You saw. I almost. If I gave in to the corruption inside me, you'd be lost. I won't allow it. You resisted. No other Chimera could have done that. No other Chimera with a damn corrupted as a knight, you mean? Sister, that was an insanely powerful aura. I could sense there were two Chimeras at the source. I felt their strain, their suffering. They pushed themselves to their limits. It was like a scream in my head. Brücke von Eldemeer. Heiße. I can't sense either of them now. And the other aura, it's gone too. Not for good, I wager. We might be the only ones left to fight it. Be on guard then. We may have to deal with it sooner or later. Wo kommen die Gegner? Resident from the tear. It bears the taint of the corruption. Störungsfeld. Loot kann mit himmlischen Objekten interagieren, die nicht die physische Welt gehören, wie zum Beispiel die Kobaltadern. Wenn du LT drückst, aktiviert Loot das Beschwörungsfeld, wodurch sie jedes himmlische Objekt in der Nähe manifestiert. Wenn das Beschwörungsfeld aktiv bleibt, wird Loot erschöpft und ihr Entropie nimmt zu. Die Entropie von Loot verringert sich jedoch, wenn du ein ätherisches Objekt triffst, während es sich im Beschwörungsfeld befindet. Hä? Wenn Loots Entropie ihr Maximum erreicht, wechselt sie in einen Zustand des Überladens.
Wenn dies passiert, verschwindet Lut und sie kann ihre Kräfte nicht mehr einsetzen. Sie wird jedoch in wenigen Sekunden wieder an Priyas Seite sein. Ha? Soll ich jetzt angreifen? Kobalt Rissrückstände. Blauer Chaosrissrückstand aus dem Riss in Form von Staubsplittern oder Kristallen. Verbessert die Fähigkeiten eines Schattens. Sammle ihn und verwende ihn, um deine Zauber und Talente zu verbessern. Ah, die blaue Währung ist das da. Aber ich kann die... Nee, kann ich noch nicht. Kann ich eigentlich auch hier jetzt schon? Ja, kann ich auch hier verbessern. Nee, kann ich nicht. Ich kann es mir angucken. Okay. Wahnsinnig blockiert gewesen. Kamera. Okay, dann nicht. Einheit, stellt die Verbindung zwischen Priya und Luta. Je höher ihre Harmonie, desto effizienter ist ihr gemeinsamer Kampf. Naja. Den ich gerade lesen. Wie man hier alles achten muss, ey. Kamera ist nicht dein Freund. Was jetzt? Mein Schwierigkeitsgrad ist das eigentlich ein bisschen zu einfach. Weil man staggert einfach zu stark. Meiner Meinung nach. Geheimgang? Aber was mir diese Währung bringt, das weiß ich auch noch nicht. Soll ich mal den Turm wieder runterklettern oder wie?
kurz gesprungen. Ach, die Kamera. Das mit den Kitzen finde ich nicht so cool. Hätte man anders machen können. Okay. Jetzt ein Boss. Einbar nicht. So ein bisschen Cell-Shading-Optik, kann das sein? Ja. Unser Typ Unterbrechung. Bestimmte Angriffe können komplett verhindert werden. Ein Unterbrechungskonter unterbricht einen Feind niedriger Klasse, bevor er handeln kann. Im Laufe ihrer Reise wird Loot in der Lage sein, immer stärkere Feinde zu unterbrechen. Okay. So, ich muss trotzdem ausweichen. Okay. Verhindert den Angriff im Prinzip nur. Das ist schon ein interessantes System mit diesen Kontern oder Einfrieren oder Brechen. Bären. Die außerhalb des Bildes sind, das ist echt kacke. Kein Diamant. Platin. Schade. Ah. Wache. Neuer Eintrag. Der Full Life. Wann kommt der Beobachter mal wieder? Laufe ich hier gerade zurück? Sister, a powerful aura was here. It left traces, like an echo. What was it? I can't tell, but those traces may just let us see what happened. Ah, hey. Echospuren, während das Beschwörungsfeld aktiv ist, drücke geholt um die Echospur offenbar.
Never seen the knights acting like this before. Me neither. Whatever's in there must be real. You try to steal it then. Whatever it is, it feels like the judge's breath on my neck. Shut up, they'll hear you. Soldiers, the next one of you who speaks will be flogged. The one after that will be hung. The one after that, courted. Have I made myself clear? Soldiers of the Order, they were afraid. Easy now, easy. Not my choice to come this way, is it? I like it no more than you do. Settle down. Even the animals were restless. They could sense the danger too. This echo is so vivid. Halt! In the name of the Triarchy and the Shining City of Illidan, the Ashen Blade. Huh. We carry a gift from the Grand Master of the Order to the High Clergy of Illidan. Is that all? We are expected at the Cathedral of Guiding Light. We had no advance notice of your arrival. You can't just show up and... Our papers speak for themselves. Now let us in, if you care for your useless job. Just let them in! It's not worth dying for! Fine. Good, sir. Of course, you may pass. May the torchbearer... Well, this is the City of Light. Now I understand. The aura I feel, the one that left this echo, it came from inside that armored carriage. Can you tell me what was inside? I can't see inside. The carriage is lined with something. It's dulling my perception, so this was by someone who knows the Order, who knows its secrets. You mean us? The Chimeras? I think so. That carriage is at the heart of whatever happened here. Then we have to find it. And soon, whatever it's doing here might not be finished. Gut. Da scheint noch eine Verschwörung dahinter zu stecken. Aber ich würde sagen, das soll es gewesen sein mit dem Einblick ins Hostess. Ich fand es, ja, soll ich sagen, also Devil May Cry ist definitiv eine höhere Liga als das Spiel. Das mit den Kisten finde ich irgendwie dämlich, die ganze Zeit nur Kisten kaputt zu machen. Kämpfe sind okay, auch wenn dieses Effektgewitter ein bisschen zu viel ist. Also sag mal so, wenn es im Angebot ist, könnt ihr gerne mal zuschlagen. Ansonsten würde ich die 40 Euro jetzt nicht unbedingt bezahlen. Und nervt doch nicht. Und ja, würde mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn es heißt Einblick oder Let's Play bei mir, dem Smoker, auf meinem Kanal. Und The Last of Us geht definitiv noch weiter. Braucht ihr keine Angst zu haben. Und wir hören und sehen uns dann im nächsten Spiel wieder. Bis dahin, haut rein. Euer Smoker. Leute. So, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal.